Hallo und einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch. Ja, ich sitze hier in der Sonne und habe mir ein paar Gedanken drüber gemacht, was es für uns bedeutet, in einer energetischen Welt, in einem energetischen Umfeld zu leben. Wir müssen uns dessen wirklich jederzeit bewusst sein, denn wir sind Energie, alles andere ist Energie und Energie hat eine Schwingung. Und je nachdem, wie sie aufgeladen ist, diese Energie schwingt sie eben höher oder niedriger. Und die ganz niedriger schwingenden Energien, das sind eben die Gedanken und die Gefühle, die uns Angst machen. Also Mangel, Krankheit, alleingelassen zu werden, verlassen zu sein. All diese ängstlichen Gedanken, das sind eben die Gedanken, die Dr. Joe Dispenza sozusagen die Gedanken von der 3D-Welt nimmt. Oder? Das sind diese Gedanken und die eben auch gleichzeitig auf der Schwingungsebene der entsprechenden Gefühle sind, die sind hier mit unserem 3D-Leben, mit unserem kollektiven Bewusstsein verbunden. Wenn ihr euch umschaut, alles beschäftigt sich irgendwie damit, oh Achtung, nicht krank werden und vorbeugen und Grippeimpfung und. Man wird immer in Angst und Panik versetzt, dass irgendetwas passieren könnte. Und da ist es so, so schwer, wenn man in so einer Umfeld lebt und die ganze Zeit seine Aufmerksamkeit darauf richtet, was im Außen so geschieht und oh, wie muss ich da reagieren und was soll ich jetzt machen, und da sagt man mir, es besteht die und die Gefahr und das könnte passieren und ich könnte krank werden, ich könnte meinen Job verlieren, ich könnte meinen Mann verlieren, man könnte mich verlassen, man könnte mich betrügen etc. pp. Und aus dieser Haltung heraus, weil wir wissen, dass wir eben all das anziehen, alles, was mit unserer Schwingung resoniert, zu uns ziehen, ist es so, so wichtig, dass wir mit diesem Bewusstsein einmal Frieden schließen. Und zwar nicht irgendwie ängstlich, oh mein Gott, alles Schlimme kommt noch mehr, wenn ich Angst habe, sondern einfach diese Klarheit zu gewinnen, wie unser Leben funktioniert und was wir für eine Rolle in diesem Leben spielen. Und wenn ihr euch einfach nur vorstellt, die Schwingung einer Gitarre, es steht eine Gitarre im Raum, die Saite, ihr betätigt eine Saite, die Saite schwingt in einer Tonlage, in einer Schwingung, dann steht eine zweite Gitarre in dem Raum. Diese Gitarre übernimmt die Schwingung der anderen Gitarre und plötzlich schwingen beide gleich. Und so ist unser Universum. Wenn du in einen Raum gehst, dann merkst du, was für eine Schwingung, was für eine Energie in diesem Raum ist. Und wenn du lange genug in diesem Raum bist und versuchst, dazuzugehören und dich anzupassen und einzupassen, dann bist du auf der gleichen Schwingung wie dieser Raum. Das ist super toll, wenn das zum Beispiel so ist wie bei den Retreats von Dr. Joe Dispenza. Du kommst irgendwie mit negativer, ängstlich geladener Energie, Schwingung, Gedanken aus deinem Leben in diesen Retreat und wirst nach oben katapultiert, wirst nach oben gepusht und du schwebst und du fühlst dich endlich wieder lebendig, du fühlst dich mit dir selbst verbunden und mit dem, was du wirklich bist, und kommst eben in diese höhere Schwingung der Liebe, du kommst in diese Schwingung des Vertrauens und der Dankbarkeit mit allen Menschen zusammen in so einem Retreat. Und das ist super und das ist toll. Nur leider ist die Grundschwingung in unserem Leben halt mal eine niedrigere und eine tiefere. Und wenn du eben in einem Raum bist, wo so eine niedrigere, tiefere Schwingung herrscht und die Leute haben Angst und versuchen irgendwie die Dinge auf materieller Ebene oder Materie zu Materie überreden und Diskussionen und so weiter und so fort hinzubekommen, dann fühlt sich das einfach nicht gut an. Und ich
bin der Meinung, wir dürfen das einfach anerkennen. Wir dürfen anerkennen, auf welcher Schwingung wir in unserem Leben unterwegs sein möchten. Und wir müssen uns nicht zwingen, uns irgendwie anzupassen einem Umfeld, einer Umgebung, wo die Schwingung sich einfach nicht gut anfühlt. Und dazu ist es wichtig, dass wir unsere eigene höhere Schwingung in uns selbst kultivieren, so oft wir können. Selbstverständlich in diesen wunderbaren Meditationen, wo wir nachher wirklich energiegeladen und positiv herausgehen und in unser Leben laufen. Aber leider Gottes begegnen wir immer wieder Menschen, die sind einfach auf einer anderen Schwingungsebene. Die beschäftigen sich mit anderen Dingen, die sich eben nicht gut anfühlen, die nicht im Vertrauen sind. Menschen, die Angst haben, die deswegen aggressiv sind und so weiter. Und das spüren wir sofort. Aber wir müssen wirklich diese Verantwortung übernehmen und zu sagen, wo wollen wir sein? Wie wollen wir uns fühlen? Auf welcher Schwingungsebene wollen wir unterwegs sein? Es ist immer noch unsere Entscheidung, womit wir uns umgeben, womit wir uns beschäftigen, womit wir uns berieseln lassen, über was wir uns unterhalten, auf welche Art und Weise wir uns unterhalten und ob wir aus der Perspektive der Angst und des Schützenmüssens und des Widerstandes kommen oder ob wir aus der Perspektive des Vertrauens und aus der Perspektive der Dankbarkeit für alles, was hier ist, im Leben kommen. Und das ist eine Perspektive, die wir jeden Moment wählen können als Menschen hier. Und je mehr wir verankert sind mit uns selber und uns nicht reflektieren im Außen aus dem, was andere Menschen tun, denken oder wie sie sich anfühlen, desto mehr tragen wir zu einem energetischen Umbruch, einer energetischen Veränderung auch im kollektiven Bewusstsein. Stellt euch mal vor, alle wären so, als ich in Sardinien war auf Dr. Joris Benzes seinem Retreat, haben wir gedacht, oh mein Gott, so will ich leben. Ich will nur noch Menschen treffen, die so sind wie im Retreat. Jeder unbekannte Mensch ist freudig, gut gelaunt, du kannst mit jedem über alles reden. Du kannst dein Herz öffnen, du fühlst dich total akzeptiert, du fühlst dich von niemandem beurteilt oder irgendwie negativ gesehen, weil alle Menschen, die auf so einem Retreat sind, spätestens nach dem zweiten Tag auf so einer hohen Schwingung unterwegs sind, dass sie einen riesen Smile im Gesicht haben und sich des Lebens erfreuen. Aber das kann nicht sein, dass es sozusagen nur im Kloster, so wie Dr. Joe Dispenza das sagt, oder? Du bist im Kloster in diesem Retreat, du bist total abgeschieden von deiner Umwelt und von deinen Einflüssen und schaffst es eben dort, dein Innerstes auf eine Art und Weise zu kultivieren und zu kreieren, wie es sich gut und richtig anfühlt, aus dem Herzen heraus. Und das müssen wir auch, wenn wir nicht im Retreat sind, wenn wir noch nie in einem Retreat waren, müssen wir das als unser Credo für unseren Lebensstil, für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, für die Art und Weise, wie wir andere Menschen in unserem Leben sehen, aus der Perspektive des Herzens, aus der Perspektive des Liebens, der Dankbarkeit, des Freudigsein, unser Leben zu begehen und zu betrachten. Und je länger wir das schaffen im Tag, je länger wir uns nicht aufregen, nicht ärgern, nicht irgendeinem Sog verfallen, der uns da reinzieht, weil wir irgendwie in der Arbeit oder sonst irgendwo im Privaten plötzlich Teil einer Argumentation geworden sind. Es ist so wichtig, dass wir dieses Zuhause in unserem Herzen für unser Sein und für unseren Lebensstil einfach anerkennen und sagen, ja, das ist mein Lebensstil. Mein Lebensstil kommt aus meinem Herzen heraus, aus tiefstem Vertrauen und tiefster Dankbarkeit. Das ist die Brille, das ist meine Perspektive für mein Leben, ab jetzt und in alle Zukunft. Und nur alleine diese Entscheidung, die bringt dich dazu, dass dein Leben besser läuft, dass hier bessere Dinge passieren, dass du schöne Menschen kennenlernst, dass du tolle Gespräche hast, dass du Inspirationen hast, dass sich alles verändern kann, was nicht im Guten ist, inklusive natürlich der Gesundheit. Und das sich jeden Tag, jeden Morgen vom Aufstehen bewusst zu machen und eine tägliche Routine zu haben und eine tägliche
ja, Feedbackschlaufe für sich selber einzubauen, zu sagen, wie fühle ich mich denn jetzt, will ich mich so fühlen. Das ist so, so wichtig, um grundlegende Veränderungen in unserem Leben beiführen zu können und erreichen zu können. Und ja, deswegen ein zusätzlicher Weg zu den Meditationen, zu Alleinarbeiten wäre die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich habe jetzt noch einen Bonus. Diese ganze Woche lang kriegt ihr von mir 300 Euro Bonus auf meine Coaching-Programme. Wenn es euch interessiert, nehmt einfach ganz unverbindlich Kontakt mit mir auf und wir schauen, ob wir zusammenpassen, zusammenarbeiten können und ein Traumleben kreieren können. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntag und alles Liebe, eure Patricia.